Was eben die normalen Radar sind, eben auch nicht mehr machen. Das ist grusig, das ist böse. Und zum Wohl, Tom. Zum Wohl. Stefan. Ja, seht Sie, ich bin sehr nervös. Also, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich darf heute bei einem besonderen Gast sein. Also das heisst, ich bin im beim Gast. Und zwar in Appenzell. Und in einer ehemaligen Beiz, habe ich gerade gehört sagen. Und Stefan Milius, der rechts von mir sitzt. Eigentlich ein Autor, Schriftsteller. Ist das Gleiche? Ja, ich habe es da nicht so mit der Unterscheidung. Ich bezeichne mich als Autor, Schriftsteller, tönt so ein fest künstlerisch, so witzig. So. Ist mir ein bisschen abgehoben. Autor finde ich so ein bisschen neutraler. Ja. Ja. Und arbeitet die Weltwoche und schreibt auch Drehbücher. Jetzt, jede Frage, die ich dir stelle, und das finde ich auch noch wichtig, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, die Fragen, wenn er sie will, die Antworten, macht er es. Und sonst sagt er, nee, nicht mit mir. Das wird es bei mir, glaube ich, nicht geben. Also ich glaube nicht, dass ich irgendetwas nicht beantworte. Ich habe nichts zu verstecken. Ja, super. Also, jetzt mal die Frage, die erste. Kannst du dich schnell vorstellen? Ich habe zwar jetzt schon viel blabbert über dich und blablabla, ein bisschen deinen Werdegang. Oh, der ist unspektakulär. Ich bin 51. Bin seit rund über 30 Jahren jetzt als Journalist tätig, habe ich kleine Lokalzeitung angefangen, Radio, nationale Zeitungen und habe vor etwa 20 Jahren angefangen, selber Sachen aufzubauen, Online-Plattformen, eigene Zeitungen und bin jetzt inzwischen wieder völlig unabhängig, ganz freischaffend tätig, als freier Autor für die Weltwoche, für den Nebelspalter, für ein deutsches Online-Medium, für einen deutschen Radiosender, schreibe, wie du gesagt hast, Bücher, Drehbücher. Und geworden bin ich das, weil ich schon sehr früh habe schreiben und dann das Gymi abgebrochen habe. Also sehr ausbildungslos bin ich eigentlich, weil ich einfach immer gewusst habe, ich möchte schreiben. Das ist eigentlich schon alles. Alles, zick, bumm, fertig. Aber ich habe gesehen, da unten liegen ein paar Bücher, die du geschrieben hast. Bring die doch mal schnell auf. Das mache ich gerne. Sie mal in einer Werbesendung. Kann ich das ausnutzen? Ja, unbedingt, unbedingt, unbedingt. Gut, ja, ich wollte immer Bücher schreiben, eigentlich, aber von dem kannst du nicht leben in der Schweiz. Das ist kein Problem. Das ist mein Erstling, Rettigen, mein erster Roman, glaube ich, 2008. Hat etwa 7 Jahre gebraucht, bis ich ihn rausgebracht habe. Ist aber entstanden in 7 Nächten. Ich habe einfach immer zwischendrin wieder ein Jahr Pause gemacht, ja, weil ich nicht mehr mögen. Ist mein Lieblingsbuch, mein persönliches. Aber das hat fast niemand daheim. Man kann es, glaube ich, sogar noch bestellen. Aber irgendwie hat es niemand gelesen, wie mich niemand kennt hat. Das ist halt das Schicksal vom unbekannten Autor. Und später habe ich ein Buch namens Himmelfahrtskommando geschrieben, wo dann auch verfilmt worden ist mit dem Beat Schlatter, Andrea Zock, Walter Andreas Müller. Mit dem Kinofilm aus 2013 nach dem Buch. Das heisst, man kann das Buch lesen und dann den Film dazu schauen. Ich empfehle immer diese Reihenfolge, nicht umgekehrt. Das ist später entstanden und jetzt habe ich den Faden ein bisschen schneller auf in den letzten Jahren. Ich habe dann so etwas quasi Autobiografisches geschrieben, Schreib. Das ist quasi so aus 30 Jahren im Journalismus Anekdoten, was ich da alles erlebt habe. Für Leute, die sich über die Medienszene von der Schweiz so ein bisschen wundern oder sich dafür interessieren, ist das vielleicht noch interessant zu wissen, wie läuft es beim Blick, beim Radio und so weiter, plus noch Schreibtipps für Leute, die wollen irgendwie erfahren, wie man vielleicht könnte besser schreiben, wenn man die Ratschläge möchte. Dann habe ich natürlich Corona verwurstet, im Corona-ABC. Das sind 26 Kurzsatiren nach dem Alphabet von A bis Z über Corona-Situation. Ein kleinformatiges Buch, perfekt für die Handtasche, für die Buddy oder was auch immer. Und mein neuester Wurf ist Fast Food für Afrika mit einem extrem politisch unkorrekten Titelbild. Schwarze Dame mit Knochen im Haar und Kokosnüsse als BH und so weiter. Das hat durchaus seine Bewandtnis. Bin ich schon
bereits natürlich dafür angegriffen worden für das Bild, aber es gehört zur Geschichte. Ist ein Klamauk-Roman über zwei kleine Gauner im Zusammenhang mit Hilfswerk. Das ist so mein neuestes Buch. Ist alles bestellbar, wenn man nach meinem Namen sucht. Genau. Also, geht ins Google, Stefan Milius, Bücher. Und da findet ihr die. Übrigens, ich habe auch eins, und zwar Schreib. Und das habe ich angefangen zu lesen, weil ich bei ihm einen Kurs gemacht habe. Er ist ein mein Inspirator geworden. Wenn man so überhaupt sagen, Inspirator. Ja. Ja. Und das ist das eine. Und das andere, der Kurs, den ich gemacht habe, hat mir viel gebracht. Das ist schön. Und ich hoffe, dass er weiterhin noch mal Kurs macht, weil es war anschaulich gewesen. Es war nicht trocken gewesen. Und etwas mag ich mich gut erinnern, wo wir miteinander eine Geschichte gebaut haben. Dass jede Gruppe eine Geschichte gebaut hat. Genau, das finde ich wichtig. Also ich bin nicht pädagogisch gebildet. Ich möchte auch nicht das Gefühl vermitteln, ich wüsse, wie es geht und werfe den Leuten etwas vor. Sondern ich gebe gewisse Tipps oder Mechanismen von einer Geschichte. Jede Geschichte hat eigentlich letztlich hat den gleichen Mechanismus. Wann funktioniert eine Geschichte, wenn nicht. Und da haben wir dann in den eintägigen Workshops haben wir am Nachmittag miteinander in der Gruppe eine Geschichte gefunden, was eigentlich das Schwierigste ist überhaupt. Also so 7, 8, 9 Leute, die sich vorher nicht gekannt haben, müssen miteinander eine Geschichte finden, die zuletzt funktioniert. Und das hat erstaunlich gut funktioniert. Also ja. Es sind dann zuletzt wirklich Geschichten rausgekommen, wo man können sagen, da könntest du jetzt einen Roman drüber schreiben oder ein Drehbuch machen daraus. Genau. Ja, ich bin auch ein bisschen stolz drauf. Sehr schön. Jetzt darfst du noch meine Bücher führen wollen? Was möchtest du zuerst? Ja, mein grosser Schinken, Endstation Babuschka. Er ist nicht so dünn wie am Stefan seine. Schau dir mal das an. Also, der Fall ist klar. Ja, der Fall ist klar. Es sind kurze Kapitel und warum es dann so dick geworden ist, es sind nur 600 Seiten, aber es ist sehr leicht zu lesen. Es ist schnell zu lesen. Ich sage immer, das ist ein sogenanntes Nachttischli-Buch. Warum Nachttischli-Buch? Bevor du einschlafen tust, kannst du noch ein paar Zeilen lesen und dann fallen dir vielleicht die Augen ganz fest zu und du schlafst. Also es ist mein Erstlingswerk. Und es geht darum, dass die Geschichte fängt eigentlich 1855 an oder 1850 und hört 1975 auf oder also irgendetwas mag mich. Ich kann mich jetzt gerade nicht mehr richtig erinnern. Es geht um einen Mann, der bei der Eisenbahn arbeitet und zuerst muss einfach den Fahrplan aufschaffen und dann schießt es ihn an, auf Deutsch gesagt, und hat dann das Gefühl, ja, ich wollte niemand anders hin. Und dann hat dann die Eisenbahngesellschaft ihn irgendwo nach Sibirien geschickt, in einen Ort, den keiner kennt, der nie nicht aufgeschrieben ist, auf keiner Karte ist. Und dann dort muss er seine Aufgabe erfüllen und tut eigentlich Abenteuer erleben bis rund um die Welt. Dann habe ich da noch ein ganzes, das ist jetzt ein Schmals. Da sind verschiedene Geschichten drin. Das ist Novum Verlag, so für neue, frische, ja. Eine Anthologie, eine Sammlung von verschiedenen Autoren, da habe ich auch schon ein paar Sachen beigesteuert, das ist immer etwas Spannendes. Ja. Genau, und da hat es verschiedene, man kann es auch bestellen, ich glaube Novum Verlag, ja. Und dort drin habe ich auch ein paar Beiträge, zum Beispiel der Buchstaben-Narzisst. Und dort geht es eigentlich darum, dass jeder, der schreibt, der intensiv schreibt, quasi ein Narzisst ist und tut das mit seinen Buchstaben und mit seinen Wörtern ausdrücken. Ja. Jetzt kommt die Frage, ob ich ein Narzisst bin. Du bist schon ein Narzisst, ja? ja, vielleicht jetzt nicht klinisch diagnostiziert, aber ich glaube, jeder, der schreibt, will ja eine Bühne. Es gibt wenig Leute, die einfach vor sich hinschreiben und befriedigt damit sind, dass es dann vom Nachttisch, also im Nachttisch das Manuskript liegt. Man will ja Leserschaft, man will eine Bühne.
Und das sind, glaube ich, alle Leute, die mal jetzt auf der Bühne steht und etwas vorträgt, singt, Theater spielt oder schreibt, man will ein Publikum. Ob jetzt das schon Narzissmus ist, eben im unangenehm klinischen Sinn, das weiss ich nicht. Aber selbstverständlich will man offensichtlich irgendetwas raustragen, sonst würde man nicht anfangen zu schreiben, sonst hättest du auch nicht deine Welt so geschrieben. Oder man will ein Publikum, wo man die Geschichte vortragen kann. Das ist sicher so, ja. Genau, und so ist es bei mir auch. Aber was schreibst du am liebsten? Artikel, Bücher oder Filmdrehbücher? Was liegt dir, oder Geschichten? Was liegt dir am liebsten? Also ich finde schon sehr gerne einfach Geschichten aus dem Nichts raus. Aber ich habe immer das Gefühl, ich könnte nicht nur das machen. Ich glaube, das Tagesgeschäft, also zum Beispiel Kurzkommentare aus dem Alltag gegriffen für eine Weltwoche oder so, die sind wichtig, um am Puls zu bleiben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich jetzt hier in dieser alten Beiz sitze und ohne Kontakt zum Alltagsgeschehen mir einfach Geschichten aus dem Finger suche. Das befruchtet sich auch gegenseitig. Wenn man jetzt heute würde, ein paar Millionen geben und sage, ich mache nur noch Romane und Drehbücher, würde ich das sicher nehmen. Das ist leider nicht der Fall wahrscheinlich. Ja, man weiß nicht. Ich warte mal noch ab. Dann wäre es sicher Fiktion, eben Romane und Drehbücher. Aber ich finde das andere eigentlich sehr befruchtend, dass man aus dem Alltag raus wirklich über die Wirklichkeit berichtet. Ich finde, sonst wird man so ein bisschen abgehoben und erfindet Geschichten, ohne dass man überhaupt eine Basis hat für die Geschichte. Man muss ja auch irgendwie noch eingebunden sein ins normale alltägliche Leben und für das tut die journalistische Arbeit eigentlich sehr gut. Weißt du, eben, dass der Spannungsbogen machen zwischen Fantasie und Journalismus, also das ist wahrscheinlich nicht ganz einfach, oder? Oder machst du ganz klare Trennung, heute Journalismus, ein Artikel für die Weltwoche und dann kannst du Stunden später weiter an deinem Roman schreiben? Nein, ich mache nicht so eine Training. Das Problem, oder nein, nicht das Problem, die Wirklichkeit ist ja die, dass auch ein journalistischer Text sollte herkommen wie eine Geschichte, wie eine gut geschriebene Geschichte. Also ich glaube, die Unterscheidung ist vielleicht ein bisschen künstlich. Beim Journalismus hast du halt Fakten und bei der Fiktion hast du halt Fiktion, also erfundene Figuren. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel mit jemandem rede und den interviewe und aus dem einen journalistischen Text mache, würde ich das ja auch aufbauen wie eine Geschichte. Dann schaue ich vielleicht auch in seine Vergangenheit zurück, mache szenische Überleitung, wo man jetzt gerade sitzt und so weiter. Also ich muss ja den Leser auch an Bord nehmen, dass es spannend bleibt. Und das ist eigentlich gar nicht so anders aufgebaut als ein Roman oder ein Drehbuch. Ich tue ja nicht einfach protokollieren, ein Treffen. Das wäre ja grauhaft langweilig. Darum finde ich die Unterscheidung gar nicht so relevant. Das eine Mal ist es eben einfach etwas Erfundenes und das andere ist die Realität. Aber vom Handwerk ist es eigentlich das Gleiche. Jetzt kommen wir gerade auf einen interessanten Punkt. Die Überleitung, auch fast ja, journalistisch, der Bundesrat, wie heisst er schon wieder? Wo du schreibst, der eigentlich nicht hat wollen, Bundesrat und Nationalrat werden. Wie heisst er jetzt schon wieder in der Geschichte? Ach, der Herr Zeller, jawohl, ja. Der Herr Zeller. Bundesrat Zeller, eigentlich sehr sarkastisch, humoristisch und eben auch, man könnte, ich sehe auch immer wieder so quasi, wie auch eben der Journalist dahinter, der vielleicht einen Bericht schreibt über das, oder dann eben Kollegen und Kolleginnen, vor allem Kollegen, die sagen, dem brennen wir jetzt eins rein. Der Kerl hat gesagt, jetzt muss er. Wie, übrigens, hast du einen dritten Teil? Gut. Jetzt hast du gleich eine Frage gestellt, die ich lieber nicht beantworten würde. Jetzt hast du mich verwünscht. Also der Hintergrund ist der, dass ich in meinem Blog stefanmilius.ch tatsächlich mal einen Fortsetzungsroman angefangen habe, Bundesrat Zeller. Und ich habe dort angekündigt, ich schreibe jede Woche ein neues Kapitel. Und das war ein Kunstgriff, weil ich eigentlich ein faules Siech bin. Habe ich gedacht, wenn ich jede Woche einen neuen Teil schreiben muss, dann tue ich mich wie disziplinieren, dass ich denn das machen muss. Und wie du richtig sagst, es sind bis jetzt glaube ich, zwei Teile umeinander und seitdem ist wieder ein Jahr vergangen. Über die ganze Tagesaktualität mit Corona und so weiter ist der ein bisschen eingeschlafen. Ich würde das dann wieder irgendwann aufnehmen, man kann die ersten zwei Teile sind es, glaube ich, lesen. Und dort fließt natürlich eben das Journalistische rein. Ich bin seit 30 Jahren Journalist tätig und habe natürlich inzwischen altersbedingt auch viele Kollegen, die
im Parlament sitzen, die Regierungen etc., wo ich die politische Karriere von den Leuten recht nahe mitbekomme und darum ein bisschen weiss, wie die Leute ticken. Und ich habe es lustig gefunden, eine Geschichte schreiben für jemanden, der aus Versehen ins Parlament gewählt wird. Hätte ich glaube Potenzial eigentlich, ich habe mich aber einfach nicht dazu durchringen, alle Wochen etwas zu schreiben. Ich bin da vom Alltag eingeholt worden, ist manchmal passiert. Und bei meinen Lesern das bis heute schuldig geblieben. Aber ich habe es gelesen und sehr lesenswert. Geht auf den Blog oder überhaupt, könnt ihr ja glaube ich auch eben De Familius Bundesratszeller. Jetzt kommen wir gerade einmal hin. An einen ganz spannenden Ort. Auch wieder. Also mit dem kann man nur spannend reden. Und zwar jetzt geht es um Politik. Du hast dich portieren lassen als Nationalrat. Da im Kanton St. Gallen. St. Gallen. Ja. Mein offizieller Wohnsitz, ja, genau. Die. Was sind deine Anliegen? Wo siehst du deine Schwächen, Stärken? Der Ausgangspunkt. Warum? Das ist eigentlich eine komplizierte Geschichte, die man eigentlich auch gar niemand richtig glauben mag. Also die meisten Leute wollen ja kandidieren für ein politisches Amt, weil sie schon seit Jugend träumt haben, davon mal im Bundeshaus sitzen. Also ich habe einen Haufen Kollegen, teils haben sie es geschafft, zum Teil nicht, wo das sehr früh ein Wunsch war. Und bei mir war das nie ein Wunsch, ich war immer ein Beobachter von der Politik. Und dann in den letzten 3 Jahren habe ich irgendwie gefunden, über den Wahnsinn, der sich in unserem Land abspielt, nur schreiben reicht eigentlich nicht. Also man müsste irgendwie mehr machen, man muss wirklich... Ich kann nicht immer noch kritisieren, sondern ich müsste mich eigentlich zur Verfügung stellen als Alternative. Sonst bin ich wie der aus der Muppet-Show, der immer einfach sagt, das auf der Bühne ist ein Seich, was ihr da macht, aber ich komme nie auf die Bühne. Und die Kandidatur für die Bürgerrechtsbewegung Aufrecht im Kanton St. Gallen ist ein reines Symbol. Also ich habe gesagt, ich möchte gerne die Kreise stärken, die in dieser Corona-Zeit kritisch geblieben sind, die Massnahmen bekämpft haben, sich für Grund- und Freiheitsrechte eingesetzt haben. Ich möchte denen helfen, mit einer gewissen Reichweite, die ich bekommen habe in diesen Corona-Jahren. Es ist nicht so, dass ich jetzt ein Autogramm geben muss auf der Straße, aber es gibt gleich eine gewisse Anzahl Leute, die mich jetzt vielleicht kennen vom Schreiben her, und ich denke, ich könnte denen helfen. Da steckt aber nicht eine persönliche Ambition dahinter, dass ich unbedingt muss Nationalrat werden. Also ich höre das im Moment viel von Kritikern. Ah, der möchte sich eins abschnarchen zu Bern für viel Geld. Dabei bin ich der, der sagt, das Erste, was ich machen im Nationalrat, die Bezüge mal halbieren, einfach, dass wir wirklich wieder das Milizparlament sind. Das geht überhaupt nicht darum, dass ich einen Karrieresprung will. An dem Wahltag am 22. Oktober bin ich wahnsinnig glücklich, wenn die Massnahmenkritiker möglichst ein gutes Resultat haben. Idealerweise wird jemand gewählt von dieser Liste Aufrecht, aber nicht ich. Das wäre mein liebster Ausgang. Einer von dieser Liste wird gewählt und ich habe geholfen und ich könnte mein Leben weiterführen. Ich habe null eigene Ambitionen. Wenn ich gewählt werde, das muss ich immer nachfügen, damit die Leute nicht finden, der ist ja nicht ganz dicht. Wenn ich gewählt würde, was einem kleinen Wunder gleich käme, dann würde ich mich selbstverständlich ins Zeug legen, mich engagieren, wirklich alles unternehmen, um die Situation verbessern, aber es muss für mich persönlich wirklich nicht sein, weil ich bin eigentlich zufrieden mit dem, was ich heute mache. Jetzt kommt mir der Zahler wieder in den Sinn. Jetzt kommt mir der Zahler. Ja gut, der ist natürlich genötigt worden von seinen Kollegen wegen einer blöden Wette quasi, dass er dann muss kandidieren. So schlimm ist es bei mir nicht. Ich finde es auch spannend, ich eben seit 30 Jahren schreibe über Politik und ich habe früher auch viel Wahlkampfberatung gemacht für andere Leute. Und ich finde es lustig, mal selber zu kandidieren. Mm. Das ist auch am Wahltag eine andere Wahrnehmung. Jetzt muss ich mal nicht mit über den anderen mitfiebern, sondern mit mir selber. Das finde ich ein interessantes Experiment. Aber alle Leute, die mich nicht so mögen, und da gibt es durchaus auch einige, und die das Gefühl haben, ich breche Tränen aus, wenn ich nicht gewählt werde, muss ich wirklich wahnsinnig enttäuschen. Ob ich jetzt gewählt werde oder nicht, werde ich bei meiner Frau daheim sitzen und ein gutes Glas Wein trinken und einfach zufrieden sein. Im Gegenteil, eine Wahl würde bedeuten, dass ich mein Leben müsste umstellen und das wäre an und für sich eher hinderlich. Also es ist wirklich für mich eigentlich eine symbolische Aktion. Wie viele Nationalräte von St. Gallen können da aufziehen? Das ist eben die Schwierigkeit. Wir haben in St. Gallen 12 Nationalratssitze.
In Zürich hat man, glaube ich, behaft mich nicht, sind es 36, glaube ich, etwa. Das heisst, jetzt, wenn man jetzt alle komplexen wahlarithmetischen Berechnungen, Listenverbindungen, wenn man alle das auf mal ausblendet, ganz banal, wirklich das extrem vereinfacht ist, so dass du in Zürich etwa 3% brauchst, um einen Sitz zu gewinnen, und in St. Gallen brauchst du etwa 8%. Das heisst, es müssten von 100 Leuten müssten 12, sage ich, jetzt die Liste einwerfen. Und das ist eine wahnsinnig hohe Hürde für eine junge, kleine Bewegung. Im Prinzip technisch gesehen unmöglich, darum bin ich da sehr entspannt. Also es ist wirklich, darum sage ich auch, es hat wirklich Symbolcharakter, weil niemand im Ernst erwartet, dass die junge Bewegung einen Sitz macht. Wenn es dann doch sollte passieren, hat es ein paar Schlagzeilen, fände ich lustig. Wenn es nicht passiert, ist es das, was eigentlich zu erwarten ist. Also die Hürde ist sehr hoch. Wie heisst die Partei? Aufrecht. Warum Aufrecht? Das ist entstanden aus der Bewegung der Massnahmenkritiker. Wir hatten ja die Freunde der Verfassung, die sehr schnell gewachsen ist. Im Prinzip ein Verein, der sich sehr schnell gegen die Corona-Massnahmen eingesetzt hat, eben und für Grund, Freiheitsrecht, Verfassung etc. Wo aber sehr früh definiert hat, wir beteiligen uns nicht an Wahlen. Also wir sind außerhalb vom Parlament, außerparlamentarische Opposition quasi. Und in dem Konstrukt hat es Kräfte gegeben, die gesagt haben, ja nein, wir finden, man muss auch in der Politik etwas ändern. Und aus dem heraus hat sich dann Aufrechter gegeben in verschiedenen Kantonen, wo jetzt eben antritt bei diesen Wahlen. Dann gibt es andere Gruppierungen wie Massvoll von Nicolas Rimoldi und noch andere kleinere Vehikel, verschiedene, die einfach gefunden haben, wir beteiligen uns an den Wahlen. Und ich bin nie so integriert jetzt in dieser massnahmenkritischen Bewegung, dass ich da wahnsinnig dabei gewesen wäre. Aber mir hat das Profil von Aufrecht, das über Corona ausgeht, das wirklich auf Eigenverantwortung setzt, Selbstbestimmung, für Neutralität, für die Einhaltung von der Verfassung, von den Freiheitsrechten, das hat mir eigentlich gefallen. Und darum habe ich mich relativ spontan entschieden, um mich in den Dienst von dieser Bewegung, von dieser Bürgerrechtsbewegung, die eben nicht eine Partei ist, zu stellen. Also es ist eben, man hört immer aus der USA, Bürgerrechtsbewegung, und da gehöre ich auch wieder die Bürgerrechtsbewegung. Also es ist im Prinzip, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, nicht unbedingt eine Partei, sondern eher eine Bewegung. Ja, und ich glaube, das ist auch wichtig, weil Parteien, das sagen wir auch, haben ja versagt eigentlich in den letzten paar Jahren. Also wir haben in der Schweiz die arrivierten Parteien, die wir kennen. Und die haben einfach sich wahnsinnig zurückgenommen an der Staatskritik in den Corona-Jahren, was wir eben auch kritisieren. Und das hat mit der Dynamik von diesen Parteien zu tun. Die sind natürlich gross geworden durch Leute, die 20 Jahre lang mitschaffen in dieser Partei, die etwas werden wollen, die eine Laufbahn ergreifen wollen, die ins Parlament kommen wollen. Und die Leute sind wahnsinnig vorsichtig zum Kritik äußern, die wollen keine Fettnäpfchen betreten, die sind ein bisschen ängstlich auch. Und ich glaube, man muss jetzt wirklich mit so Bewegungen kommen, wo man sagt, es braucht uns jetzt im Moment, wo das anführt, ob das etwas ist, was es seit 20 Jahren noch gibt oder nicht. Das ist im Moment nicht so wichtig, aber es braucht Vehikel, um kritische Geister in das Parlament zu bringen. Und die normalen Parteien sind für das nicht sehr geeignet, wie du dort die Ochsentour machen musst und möglichst nicht auffallen, möglichst unterm Radar bleiben, damit du aufgespült wirst in einer Partei. Und das ist natürlich bei einer jungen Bewegung anders. Dort musst du auf das Gedankengut mittragen und bist dann einfach dabei. Interessant, sehr interessant, weil ich meine, du hast ja auch gewisse Ziele, wenn du jetzt wirklich Politik machen würdest. Ochsentour, das ist für mich jetzt gerade so ein Stichwort. Ochsentour, also du gehst durch jede Instanz oder an Orten durch und entweder wirst du geschlagen oder wirst du hofiert, je nachdem, was du auch für ein Thema hast oder Schwerpunkt. Also du hast schon ganz kurz gesagt, du würdest schauen im Parlament natürlich mit denen gleichgesinnt. Das wird wahrscheinlich auch Sättig haben. Kameraden, jetzt tun wir einfach unsere Kälte teilen und machen wirklich wieder ein Milizsystem und nicht. Also ich muss schon sagen, es ist schon so, der Roger Köppel tut das immer wieder betonen. Es ist kein Milizsystem mehr, sondern es sind praktisch fast, muss man so sagen, fast alles Berufspolitiker geworden. Weil nebst den Pöstchen, die sie noch haben und so, schwerpunktmässig bei dir.
Im Prinzip geht es wirklich darum, dass das mit dem Kalt, mit dem Milizvalent ist ein Beispiel. Grundsätzlich geht es darum, dass man keine Tabus hat. Das ist auch meine Generalkritik am Parlament. Also, man muss alles dürfen in Frage stellen, man muss wirklich einfach auch können lästig tun. Und das ist im Parlament das Problem, weil jeder will irgendwie ein Kommissionssitzchen oder eben noch ein Verwaltungsratsmandat oder dort noch nicht essen mit einem Lobbyist und so weiter. Die persönlichen Interessen können wir sehr schnell führen. Und meine Aufgabe im Parlament sehe ich darin, jetzt wirklich einfach unangenehme Fragen zu stellen, jede Entscheidung zu hinterfragen, mit den Bürgern auch zu reden. Das ist das Problem, oder? Wenn du dann mal gewählt bist und dann kommst du zuerst mal 7 Kilo Post über von ganz vielen Verbänden und so, die sagen, eben, komm doch mal ein Wochenende zu uns und wir fliegen dich dort hin und kommst noch da über und kannst nicht essen und lernst den kennen. Dann ist man sehr schnell in dem Apparat und das ist eine schlechte Entwicklung. Ich glaube, man kann also als Einzelne oder als Wenige, die so kritisch sind, muss man den Austausch mit dem Bürger pflegen und die Leute fragen, was betrifft euch eigentlich? Und wenn du als Nationalrat 130.000, 140.000 Franken pro Jahr bekommst für etwas, wo im besten Fall als eine 50% Anstellung kann gelten, wenn man es wirklich ernst nimmt, man kann es aber mit weniger machen, dann musst du eigentlich sonst nicht mehr arbeiten. Kommst du sonst viel Gutes über, hast du dein Erstklasse-GA, es geht eigentlich gut. Es gibt Leute, die das sehr ernst nehmen, es gibt aber auch Leute, die schleifen mögen. Und dann hast du wie keinen Kontakt mehr zu der Basis, zu den normalen Menschen. Und das nehme ich jetzt für mich in Anspruch, dass ich jeden Tag aus der journalistischen Arbeit mit ganz normalen Menschen in Kontakt bin und weiss, wie es für jemand ist, der eben die Stromrechnung nicht mehr zahlen kann oder Pickel bekommt, wenn die Seraphenrechnung kommt und so weiter. Also ich kenne die Leute und ich bin mit denen im Austausch. Und diese Perspektive in ein Parlament wäre für mich wichtig. Und das ist für mich heute so ein kleiner Elfenbeinturm von Leuten, die wirklich privilegiert sind. Und da müssen, glaube ich, wirklich Leute rein, die noch wissen, was der normale Bürger, wo der den Schuh drückt. Das ist ganz banal. Und was das heute alles für Themen sind, weiss ich noch nicht. Sondern da würde ich sehr eine offene Tür haben in meiner alten Beiz, wo man auch reinlaufen und sagen, das ist ein Problem. Und da sind sich wahrscheinlich die meisten von diesen 246 Bären gar nicht bewusst, dass das der normale Mensch druckt. Und ich glaube, nur schon diese Tür öffnen, das wäre etwas Wertvolles im Parlament. Sehr gut. Also ganz spannend eigentlich. Wenn ich das so sehe, dann habe ich neutral bleiben. Aber ich sage, es ist mir sympathisch. Ist okay. Zwar bin ich nicht im Kanton St. Gallen daheim, sondern im Kanton Zürich, aber spielt ja keine Rolle. Ich habe die zwei letzten Artikel Bart ab, oder wie hat das denn schon wieder gesagt? Beim Bart des Propheten, ja. Auch wieder ganz, also dort tust du eigentlich auch wieder sehr, fast satirisch im Prinzip, die Bundesräte beschreiben den einen mit Glatze und Bart und der andere Neubart. Da braucht es ja auch ein gewisses Gespür und Beobachtung. Also, da muss ja. Ja, ein anderer, ja, es hat wieder einen Spinner, jetzt ist ihm wieder mal. Ja, lassen wir es, oder? Dann gibt es eine grosse Diskussion. Oder gibt es Leute wie du oder Journalisten wie du, die versuchen, das abzufedern und sagen: Hey, Leute, es ist ja schon recht, aber nehmt das ein bisschen cooler. Was ist schon ein Bart? Ja, es sind zwei Sachen. Also grundsätzlich habe ich nichts gegen Bart. Du hast einen, ich habe einen. Also so halbwegs haben wir Bart. Nicht so richtige Rauschenbart. Ich arbeite noch daran. Es sind eigentlich zwei Sachen. Das eine ist, ich habe gemerkt, in den 3 Jahren muss die Sachen manchmal auch mehr humoristisch nehmen. Also die grösste Kritik, die ich auch von Leuten, die meine Texte gerne lesen, die letzten 3 Jahre gehört habe, war immer wieder, du wirst langsam ein bisschen verbissen. Du wirst so ein bisschen, es ist ein bisschen zu hart und du gehst gegen die Leute und man merkt, dass du Wut hast im Bauch und so. Und das ist eigentlich nicht etwas, was man gerne lesen. Und jetzt probiere ich manchmal auch den Wahnsinn, den ich jeden Tag erlebe und beschreibe, auch so ein bisschen sarkastisch, satirisch mehr zu beschreiben. Ich glaube, man kommt so vielleicht wieder andere Leute an oder ein bisschen Licht und ganze Leichtigkeit geben in der Schwere. Und das andere ist, dass natürlich bei dem Artikel nicht um Bert gegangen ist, sondern um die Medien. Also, die Medienkritik, die ich auch seit einigen Jahren betreibe. Es ist ja dort darum gegangen, dass wir haben feste Probleme in diesem Land, aber grosse Medien wie 20 Minuten und Co. schreiben lieber darüber, dass der Alain Berset aus der Ferien ein Bild mit einem Bart
postet oder der Ueli Maurer am SVP-Anlass mit einem Bart auftaucht. Und das sind jetzt nun einmal nicht Themen, die uns beschäftigen sollten, weil ein Bart wachsen lassen ist keine grandiose Leistung, wie du mir wahrscheinlich wirst recht geben. Absolut, das schaffen wir relativ mit wenig Aufwand. Unsere hormonellen Bedingungen. Das ist einfach, das kommt einfach, weil es gibt ja für mich Männlein und Weiblein und bei den Männern sprießt halt jetzt das Haar einfach. Und das ist ein Teil von der Medienkritik, die ich in den letzten 3 Jahren sehr oft ausgeübt habe, dass ich das Gefühl habe, meine Kollegen lenken ab von den eigentlichen Problemen, gehen nicht ein auf das, was die Leute wirklich druckt, was man in der Schweiz wirklich verliert, sondern schreiben dann ernsthaft irgendwie ellenlang über einen Bart und machen noch eine Leserumfrage dazu und so weiter. Obwohl das, Entschuldigung, jetzt einfach nicht wichtig ist für das Land, ob der Herr Maurer oder der Herr Berse Brusthaar und Bart haben, das sind nicht die wirklichen Themen. Und das war so ein Beispiel dafür, wie die Medien an den Leuten vorbeischreiben, eben nicht einmal aus Versehen, sondern bewusst. Sie wollen nicht über das schreiben, was wirklich passiert, und suchen dann so leichte Themen, wo jeder noch auf einen Abstimmungsknopf drücken, gefällt mir der Bart, gefällt mir der nicht. Das ist alles unherzig und schön, aber löst eben unsere Probleme nicht. Genau, und also so ein bisschen, man holt, es kommt mir immer wieder so in den Sinn, also ich kann etwas gratis bestellen, aber ich muss zuerst einen QR-Code machen oder mich anmelden, man hat dann meine Adresse. Also auch so ganz einfach blöd, wie ganz einfach blöd so etwas überkommt, eben 20 Minuten gekommen. Es ist jetzt wichtig. Und die Leute haben nichts anderes. Es ist jetzt wichtig. Und dann kommen natürlich dann die saftigen Themen auch wieder drin. Zum Beispiel Männlein, Weiblein, Gender und so weiter. All das ganze Zeug. Es wird immer heikler. Also, wenn ich in unser Nachbarland schaue, dann, Judy Hui, da musst du aufpassen. Dann, entweder hast du Kugeln im Kopf, vielleicht ein bisschen zu viel, oder dann bist du irgendwann einmal hinter Gitter, oder wirst abgestraft, oder dann der Bundesgrenzschutz, so wie der heisst, geht hinterher. Also für mich, wenn ich jetzt etwas schreiben täte, ich würde sehr scharf dahinter gehen. Also ich wäre wahrscheinlich ein schauriger Böse. Und eben da wieder das Gespür habe, wie weit darf ich, kann ich? Ja, es ist ein Problem, weil ich komme sehr viele Zuschriften über von Leuten, die meine Texte lesen und die mir dann schreiben auf ganz vielen Kanälen, schreib doch mal über das, oder schau mal, ich habe da einen Videoclip gefunden, oder ich habe ein PDF-Dokument ausgegeben, dort ist noch ein Skandal. 5G, Chemtrails, der Bill Gates, dieses, jenes, da kommen ganz viele Themen auf mich zu. Und was die Leute manchmal vergessen, was ich gerne an dieser Stelle eigentlich sage, ist, wenn du privat bist, kannst du gerne mal auf deinem Telegram-Kanal oder auf Facebook oder wo auch immer mal irgendetwas rausschiessen und sagen, ah, oh, da ist noch ein riesen Skandal. Und die Leute kommen dann zu mir und ins Gefühl, ich denke das dann aufnehmen. Und ich muss den Leuten immer wieder sagen, ich bin ja letztlich auch Journalist, das heisst, alles, was ich schreibe, muss ich können belegen. Und ich kann nicht einfach auf Verdacht hin sagen, XY macht im Fall etwas ganz Schlimmes und so weiter. Letztlich vielleicht eine kleine Anekdote, hat mir eine ganz aufgeregte Frau angerufen, ich glaube, irgendwie aus dem Bernbiet oder so, wo das Gefühl hat, sich ein riesen Skandal aufdeckt, dass in einem Zoo Genexperiment auf der mRNA-Technologie, die an Covid-19-Impfung quasi beruht, dass an diesen Vögeln Genexperimente durchgeführt werden und die Vögel sterben. Und sie hat mir am Montagmittag angerufen. Und sie hat ultimativ von mir gefordert, dass ich über das jetzt quasi schreibe. Und sie hat dann, und ich habe gesagt, ja, schicken Sie mal, mailen Sie mir Unterlagen zu dem Fall, erzählen Sie mir mehr davon. Dann hat sie gefunden, sie hat keine Mail, ob sie mir faxen können. Da musste ich dann wieder sagen, 2023, ich habe keinen Fax. Tun Sie mir es auf Post. Und dann hat sie mir erklärt, nein, ich kann sie nicht auf Post tun. Ich weiss, die Weltwoche hat am Dienstagabend Redaktionsschluss und sie müssen das in die nächste Ausgabe rein tun. Es muss schnell gehen. Und ich sage dann immer den Spruch, das ist so ein bisschen mein Klassiker, ich bin keine Jukebox. Du kannst nicht einen Frenkel reinlassen und dann kommt die Platte, die du möchtest. Und die Frau kann natürlich schon Wirbel veranstalten und ich glaube ihr auch, dass sie ehrlich besorgt ist und dass sie das gut meint. Aber ich muss ja zuerst überprüfen, passiert da wirklich etwas mit diesen Vögeln, um bei der Anekdote bleiben. Und ich muss den Zoo konfrontieren und ich muss den Kanton konfrontieren und ich muss Stimmen einholen. Das ist die journalistische Arbeit und das kann ich nicht auf den nächsten Tag machen. Und da ist manchmal die Erwartungshaltung, wenn du sagst,
du wirst noch böser schreiben. Ich habe kein Problem zum böse schreiben, ich habe kein Problem zum mich unbeliebt machen. Das habe ich noch nie gehabt, das habe ich glaube auch erreicht. Aber es muss eine Substanz sein, es muss eine Basis sein. Ich kann nicht einfach böse schreiben, sondern ich muss sagen, ich muss begründen, wieso ich böse schreibe. Und das ist der Unterschied zwischen einem Journalisten und einem Privaten. Ich muss in der Lage sein, um dem eine Basis zu geben. Und da stoße ich manchmal an und die Frau ist dann auch sehr verrückt gewesen, dass ich jetzt nicht umgehend in der Weltwoche 7 Seiten fülle mit ihren Vögeln. Aber ich muss sagen, das kann ich nicht bieten, weil, und das ist ein wichtiger Punkt, wenn ich so etwas jetzt einfach reindrücke und es hat keine Basis, werde ich unglaubwürdig. Und Glaubwürdigkeit ist das höchste Gut von einem Journalist, wenn mir die Leute nicht mehr glauben, weil sie feststellen, der Milius hat jetzt einfach ein Zeichen geschrieben, das stimmt gar nicht. Dann habe ich ein Problem nachher. Also ich muss, ja, obwohl ich bereit bin zum Bös schreiben, muss ich sicher sein, dass das der Vorwurf, den ich formuliere, auch stimmt. Oder das ist so ein bisschen wegen dem Stichwort Bös schreiben. Keine Probleme, aber es muss eine Basis haben. Ja, eben, es muss begründet sein, es muss gut recherchiert sein, es muss einfach einen Boden haben, eine Basis haben, sonst lass es lieber. Also da gibt es ja das schöne Beispiel jetzt vom Herrn Aiwanger, da im bayerischen Deutschland. Der wird jetzt verrissen, aber jetzt kommt eben bei mir aber, wo sind die Recherchen, sind die gesund, sind die bodenständig oder hat man da irgendwie etwas geholt und aufgegriffen und da ist dann für mich gerade die Fragerei los. Das ist ein schönes Beispiel, das haben wir jetzt, da glaubt uns wieder niemand, aber haben wir nicht abgesprochen, aber ich habe tatsächlich gerade beim Nebelspalter jetzt gerade wo wir das Gespräch führen, habe ich darüber geschrieben, über den Fall. Das ist ein exemplarisches Beispiel. Es geht darum, dass ein bayerischer Minister quasi in seiner Jugend mit 17 vor 35 Jahren soll antisemitisches Flugblatt verfasst haben und ein sogenanntes selbsternanntes Qualitätsmedium wie die Süddeutsche Zeitung, eine der grössten deutschen Zeitungen, hat den Verdacht aufgebracht und zwar sehr klar formuliert. Er hat das gemacht. Er hat ein antisemitisches Flugblatt verfasst. Und mit dem wird jemand natürlich kaputt gemacht. Das muss man ganz klar sehen. Und ich finde es gerade nach den 3 Jahren Corona, wo man Leute wie mir immer vorgeworfen hat, wir sehen nicht auf der Basis von Beweisen etc., finde ich schon erstaunlich, mit welcher Leichtfertigkeit, dass die sogenannten Qualitätsmedien so Vorwürfe formulieren. Ich bin dieser Sache nachgegangen. Es gibt einen hervorragenden Gastbeitrag in der Bild-Zeitung von einem Herrn Wolfson, von einem Jude mit Vorfahren im KZ, also aus dem Holocaust, der sagt, ich habe das Flugblatt angeschaut, es ist widerlich, es ist menschenverachtend, aber es ist nicht antisemitisch. Es hat keinen antisemitischen Inhalt. Das sagt der, der ja, weiss gar keinen Grund hat, um den Verdacht auszuräumen. Plus hat sich später herausgestellt, dass er das Flugblatt nicht verfasst hat, sondern sein Bruder. Ja. Aber das alles kommt jetzt so ganz klein, so ein bisschen führen. Und sie haben einfach wirklich die Kampagne gegen den Mann einfach mal rausgeschossen auf gut Glück. Und man muss immer sehen, in der Politik gibt es einen Haufen Leute, die dich nicht mögen, wenn du in der Politik bist. Und zwar, wenn du auf der anderen Seite stehst, die Grund haben, um dich abzuschiessen. Die füttern das Medium mit so Verdacht. Die Verdachtsmomente werden einfach publiziert. Und ab dem haftet es an dem Herrn Aiwanger. Und alles, was nachher rauskommt, ist eigentlich... Das zählt nicht mehr, weil es spielt keine Rolle, der Ruf ist ruiniert. Oder? Und dieser Frage bin ich nachgegangen, das habe ich ausrecherchiert. Und für mich ist es heute ein Fall Süddeutsche Zeitung, nicht ein Fall Aiwanger. Und das ist sehr beunruhigend, aber es ist einfach wieder ein weiteres Beispiel dafür, wie Medien arbeiten einerseits. Also einfach mit Vorverdächtigungen um sich werfen. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, das sind die gleichen Medien, wo Leute wie mir eben jahrelang vorgeworfen haben. Wir sagen unwissenschaftlich, wir denken einfach komische Figuren zu Wort geben. Man muss sich vorstellen, da hat es gelangt, dass irgendein ehemaliger Schulkollege der Süddeutschen Zeitung anruft und sagt, ich habe da noch ein Flugblatt und das könnte der Aiwanger gewesen sein und peng ist es rausgeschossen. Und das ist extrem beunruhigend und es ist extrem politisch gesteuert, wer unter die Räder kommt und wer nicht. Ja. Also denkst du, im Moment die Schweiz, unsere Zeitungslandschaft, die wagt oder ja, also da müsste ja im Prinzip jetzt auch so sein vor den Wahlen, die haben ja jetzt den Wahlen im Bayerischen mit dem Landtag und der Herr Aiwanger ist Vizeministerpräsident und
irgendeiner Partei und der sollte ja dort wieder eigentlich gewählt sein. Und jetzt wird das rausgestochen. Im Prinzip müssen wir eigentlich sagen, sehen wir da in der Schweiz nichts, so, also vielleicht ganz im Kleinen, dass man so einen Politiker, der gern oder schon drauf ist, und dann man findet, oder sucht man da auch für in der Schweiz im Dreck? Ich glaube, bei uns geht es weniger um Personen statt um Themen. Wir haben schon auch von den Medien jetzt wieder eine politische Instrumentalisierung auf die Wahlen erlebt. Und das ist die ganze Klimadebatte von letzten Monaten. Oder jetzt ist gerade auch wieder neueste, ich glaube, auf der Weltwoche auch gewesen, Meteo Suisse veröffentlicht eine Statistik, die sagt, wir hätten den heißesten August gehabt, seit ich weiß nicht was. Und die Statistik beruht auf bis und mit, glaube ich, am 26. August. Und nachher ist es gekommen, schief und es ist kalt geworden. Also ich habe jetzt fast Heizung müssen aufdrehen im Haus. Oder? Das heisst, du hörst dort auf, solange es heiß ist, mit Zählen. Und nachher lieferst du ab, wir haben den heißesten August. Und die Medien haben in den letzten Wochen von übertriebenen Temperaturwarnungen bis zu Waldbränden, Rodos und so weiter, haben alles tun, um den Klimawandel wieder in die Hysterie verfallen lassen. Und das soll natürlich den Kräften einschenken bei den Wahlen, wo der Klimawandel hochhängt, also linksgrün. Ob da ein System dahinter steckt, eben eine Strategie dahinter steckt, das ist die andere Frage. Aber die Tatsache ist, dass die meisten Medien mitspielen bei dem. Rodos ist ein wunderschöner Fall, da habe ich auch einige Mal drüber geschrieben. Es ist jetzt einfach eine Tatsache, ob es jetzt 38, 42 oder 49 Grad sind, ein Wald fängt nicht selber an zu brennen. Es muss ihn jemand abfackeln. Und es gibt übrigens auch sehr gute sachliche Überlegungen, wieso in Rodos plötzlich ein Wald brennt. Wenn dort ein grosser Wald brennt in der Nähe von einem Ferienresort, dann kannst du den nicht einfach wieder aufforsten. Und der wird nachher zu Investitionsgrund für weitere Resorts. Also das heisst, du kannst dort nachher etwas draufstellen. Ja, und über das redet kein Journalist. Kein Journalist kommt mal auf die Idee, zu sagen, könnte sein, weil jemand muss fahrlässig oder bewusst einen Wald anzünden, damit er brennt. Es gibt keine Selbstentzündung von Bäumen, egal wie heiss das ist. Und vielleicht war es eine weggeschmissene Zigarettenkippe, vielleicht war es jemand, der gefunden hat, da würde ich eigentlich gerne noch den nächsten Klotz anstellen. Die Fragen kommen gar nicht auf, sondern unsere Medien berichten einfach darüber, Rodos brennt, also es war ein kleiner Teil von Rodos, aber das noch nebenbei, das heisst, wir haben Klimawandel. Und entweder ist es Dummheit, Fahrlässigkeit oder bewusst, dass die Medien das machen. Anders lässt es sich nicht erklären, weil es macht keinen Sinn. Es kann nicht so sein, wie sie uns erzählen. Und es schenkt den Leuten ein, die eben die Angst vor dem Klimawandel machen. Das heisst, wir haben in der Schweiz schon auch politisch instrumentalisierte Medien, und zwar 95% der Medien. Über die Motivation, die Motivlage kann man sich streiten, aber tatsächlich ist, dass es das auch bei uns gibt. Ja, es geht einfach weniger um Personen, wie beim Herrn Aiwanger, das hat damit unserem System zu tun, aber um Themen. Interessant, sehr interessant. Und da komme ich jetzt eigentlich gerade auf deine Vergangenheit zurück. Und zwar hast du bei der Ostschweiz geschrieben, lange Jahre eigentlich. Und meine Frau und ich, jedes Mal, das war ja keine Tageszeitung, sondern eine Wochenzeitung, oder? Nein, wir sind dann online gewesen. Online, Tag, genau, ja. Jedenfalls haben wir uns immer auf deine Dings gestürzt, auf deine Artikel gestürzt. Schau, du, Milius hat wieder etwas geschrieben und dann hat man sich auf das gestürzt. Und ja, dort war es ja vor allem in der Corona-Zeit gewesen eigentlich. Und jetzt bist du selbstständig. Warum machst du so etwas? Dass du eigentlich etwas Sicheres aufgibst, wenn das sicher ist? Nein, es war nicht sicher gewesen. Man muss ja dazu wissen, ich habe jetzt mit meinem Geschäftspartner die Ostschweiz gegründet. Also ich bin ja nicht dort angestellt gewesen, sondern das war unsere Zeitung gewesen. Wir haben die zweite gegründet, haben später Investoren an Bord geholt, die da Geld eingeschossen haben, um sie überleben, sicher über längere Zeit. Aber das war ursprünglich meine Zeitung gewesen und ich habe in den letzten 15 Jahren einen Haufen Zeitungen gegründet. Zum Beispiel, das gibt es immer noch, gehört mir aber nicht mehr, Appenzell24.ch, das war eine Lokalzeitung gewesen. Polizeinews.ch, weitere Newsportale und die Ostschweiz.ch ist eigentlich dann 2018 das jüngste Projekt gewesen, das wir gegründet haben und dann auch betrieben haben. Und dann ist eigentlich, aber das belastet mich auch nicht wahnsinnig, ist das passiert, was immer passiert, du wirst grösser, du brauchst Geldgeber, du brauchst Investoren. Die haben wir aber auch geholt. Ich bin den Leuten auch heute noch dankbar, dass sie den Geld gebraucht haben, um das auf eine breitere Basis zu stellen, weil für ein Startup ist es sehr schwierig, um einfach die ersten paar Jahre durchzustehen. Und in dieser Corona-Zeit haben wir einen wahnsinnigen Zulauf gewonnen. Wir haben
zeitweise über 1 Million Seitenabrufe pro Monat gehabt, was für eine Lokalzeitung ziemlich unerreicht ist in der Schweiz. Und gleichzeitig ist in der Corona-Zeit eben das Phänomen auftaucht, dass die Investoren, die bei uns quasi ihr Geld angelegt haben, dass die immer wieder auf Leute gestoßen sind, die sich beklagt haben über so einen Kurs. Also der Milius schreibt scharf und wir sind die Exoten, St. Galler Tagblatt behauptet etwas anderes. Also ich bin quasi zu böse gewesen. Und da ist laufend immer mehr Kritik auf mich eingeprasselt aus Investorenkreisen, wo ich dann irgendwann auch sagen musste, das tue ich mir eigentlich nicht an. Ich möchte gerne einfach schreiben, so schreiben, meine Möchte, frei von Scheuklappen. Ich glaube auch, sagen dürfen, dass man ja im Nachhinein mit der Kritik an den Massnahmen der Corona-Politik auch in sehr vielem Recht bekommen im Nachhinein. Das wissen die auch, aber sie haben einfach Angst gehabt vor einem Rufverlust bei der Ostschweiz. Und dann habe ich irgendwie sagen, im Herbst 2022, das wird mir jetzt ein bisschen blöd. Ich tue meine Kräfte lieber einsetzen für Medien, die das gerne haben, wo ich schreibe, und nicht mich da und verteidige für das, was ich schreibe. Und das habe ich mit Weltwoche, Nebelspalte und einigen anderen Adressen habe ich da ja dann auch gefunden. Und ich baue gerne Zeug auf. Ich habe die Ostschweiz gerne aufgebaut, über 4-5 Jahre hinweg. Aber ich lade dann auch gerne wieder los. Also das ist völlig okay für mich. Das ist jetzt eine andere Zeitung, die machen das anders, das ist in Ordnung. Und ich mache etwas anderes. Mhm. Deine nächsten Projekte, also jetzt vielleicht mal zuerst mal noch ganz schnell ein Nebengleis, wo eigentlich kein Nebengleis ist. Das nächste Drehbuch oder was für Drehbücher hast du schon geschrieben, wo für also gefilmt worden sind, der Film ist da. Ja, also eben das Himmelfahrtskommando, das ich da unten da irgendwie vorher gezeigt habe, das ist ein Film geworden. Ich habe inzwischen im Auftrag ein Jugenddrama geschrieben, wo es eigentlich auch drei Jahre noch rauskommen sollte. Das war aber so eine Auftragsarbeit gewesen, wo mich einfach eine Produktionsfirma gebeten hat, ein Drehbuch zu schreiben. Und das hier ist eben eine lustige Geschichte, Fast Food für Afrika. Das war ein Drehbuch, das ich vor 10 Jahren geschrieben habe, 2013. Also das war ein Film eigentlich. Mhm. Und dann bin ich bei den Produktionsfirmen, habe ich Klinken geputzt, weil ich gefunden habe, das ist eine gute Geschichte. Und ich hatte sogar schon zwei prominente Schweizer Schauspieler gehabt, die mitgespielt hätten. Das Problem aber, und das ist jetzt vielleicht am Cover schon ersichtlich, die Produktionsfirmen haben gesagt, wir können den Film nicht machen, weil in dem Film wird ein übergewichtiges, weisses, jugendliches Mädchen schwarz geschminkt, um ein schwarzes Mädchen zu spielen. Und da gibt es den Begriff Blackfacing. Und jetzt ist das ein riesen Irrtum, das habe ich auch schon ein paar Mal erzählt, aber ich sehe es immer wieder gern, weil es einfach zeigt, wie die Empörungskultur völlig fehlgeleitet ist. Blackfacing, das, was immer kritisiert wird, bedeutet, in einem Film spielt jemand einen Schwarzen, der aber wirklich im Film eine schwarze Person soll sein. Also für den Zuschauer ist das eine schwarze Person oder People of Color oder wie immer man will sagen. Aber man nimmt keinen schwarzen Schauspieler, sondern malt einen weißen an. In meinem Buch ist das, oder im Drehbuch ist das völlig anders. Da hat man so zwei Gauner, die so tun, wie wenn sie ein Hilfswerk würden, gründen. Sie haben aber kein schwarzes Mädchen und tun vor dem Auge vom Publikum das weiße Mädchen schwarz anmalen. Das ist kein Blackfacing, sondern wir schauen diesen zwei Deppen quasi zu, wie die wirklich probieren, mit Schuhwichsen ihr Hilfswerk zu faken. Und das ist nicht Blackfacing, aber die Produktionsfirmen, mit denen ich geredet habe, die eigentlich zuerst begeistert sind, haben gesagt, das geht nicht, dass man über das Schwarze anmalt. Und ich habe ihnen 100 Mal probiert zu erklären, das ist nicht Blackfacing, weil ich probiere ja nicht, im Publikum vorzugaukeln, sei eine schwarze Person. Die wissen, dass es eine weiße Person ist, die aber bei einem Beschiss schwarz angemalt wird. Es war völlig sinnlos gewesen, weil die ganze Empörungsspirale ist so gross. Die Angst davor, dass man etwas Falsches machen könnte, ist so gross, dass du nicht einmal das machen darfst. Und jetzt, der Frühling, hat mit meinem Verleger vom Verlag Kultur hat mich gefragt, hast du einen neuen Roman im Petto? Ich würde gerne etwas rausgeben auf den Sportsommer Herbst raus. Und dann habe ich entschieden, ja gut, weißt du was, ich mache aus dem Drehbuch einen Roman. Also ich habe einfach das Drehbuch wirklich in einen Roman verdichtet. Habe aber immer die Hoffnung, dass er mal irgendwann als Film rauskommt, weil ich glaube, er würde sehr lustig werden. Und ist politisch vielleicht unkorrekt, mag sein, er stört vielleicht gewisse Leute. Aber die Ironie am Ganzen ist, dass in dem Buch eigentlich die schlecht wegkommen, sind ältere weisse Männer, die probieren zu beschissen. Auf Kosten von hungernden Menschen in Afrika. Also das sind die eigentlich einen Kappen bekommen. Von dort her ist es
überhaupt nicht gegen irgendwelche andere Kulturen gerichtet oder Minderheit oder was auch immer, sondern das sind eigentlich die Deppen von dem Buch. Und das muss man eben erkennen. Aber man hat offensichtlich so eine wahnsinnige Angst, um etwas falsch zu machen, dass nicht einmal mit das erlaubt ist. Was würde denn passieren, wenn man einen schwarzen-weißen anmalen würde und die ganze Geschichte ein bisschen dreht hätte? Also, dass der aus Afrika kommt und sagt, ja, da in Europa müssen wir gerade in der Schweiz Entwicklungshilfe machen, die armen Sicher kommen überhaupt nicht raus, was soziale Gerechtigkeit nicht. Ja, wir haben auch keine soziale Gerechtigkeit, dann müssen wir das aus Afrika jetzt importieren. Und wir malen, also mit dem White-Facing machen, einfach das Ganze umkehren. Ja, da muss ich dir jetzt natürlich, ich nehme jetzt die Sprache von diesen Kritikern auf, von der kulturellen Aneignung, die haben auf so Vorwürfe, wie du es jetzt formulierst und die ich gut finde, haben immer klare Antworten. Diskriminierung geht immer noch von oben nach unten. Also, wenn Weisse sich etwas anmassen, wo aus Afrika kommt, ist das schlimm. Wenn jetzt zum Beispiel eine schwarze Frau sich die Haare blond färbt, ist das nicht schlimm, obwohl es dort eigentlich keine blonde Haare gibt, weil sie ist ja jahrhundertelang unterdrückt worden. Und das war ein Thema gewesen, dort, magst du dich vielleicht erinnern, zu Bern bei dem Konzert von der Band Lauwarm mit den Dreadlocks. Da war der weiße Musiker mit Dreadlocks, das hat eine riesige Aufregung gegeben. Und dann ist die Frage gekommen, ja, aber wenn Afrikaner, ja, wenn sich jemand aus Uganda einen Anzug von Strelson kauft, was eigentlich dort nicht in der Kultur verankert ist, ist denn da nicht auch kulturelle Aneignung? Und dann heisst die Antwort, nein, er darf das, weil er ist ja unterdrückt worden. Und so wird das Ganze auf so eine völlig pseudowissenschaftliche, intellektuelle Ebene gezogen. Darum schreibe ich so viel über das, weil ich finde, der gesunde Menschenverstand wird ausgeschaltet. Tatsache ist, es ist absurd, jemandem zu verbieten, seine Haare so zu tragen, wie er möchte. Es ist völlig egal, aus welcher Kultur. Jeder soll so rumlaufen, wie er will. Da bin ich einfach ein liberaler Geist. Und die Leute, die unter dem Siegel der Toleranz die Kritik üben, die sind eben die Intolerantesten. Das ist das Problem. Die wollen jedem vorschreiben, wie du da rumlaufen etc. Also Toleranz ist ein extrem missbrauchter Begriff, indem man es einfach verintellektualisiert und dann fragt man noch die Soziologie oder die Ethnologieprofessorin XY und die sagt dann, nein, kulturelle Aneignung ist eben nur von oben nach unten, nicht von unten nach oben etc. Aber der gesunde Menschenverstand brüllt doch einfach auf und sagt, es soll doch jeder rumlaufen, wie er will. Ja, sicher. Also, jetzt komme ich natürlich von 100. bis 1000. Jetzt muss ich aufpassen. Ja, wie ist es eigentlich mit dem Sozialismus? Der Sozialismus ist ja gerade das, wo eigentlich das, was von oben nach unten kommt, der knechtete Menschen und die knechteten Menschen, die anscheinend auch in Europa, das gibt es ja auch noch, die knechteten Menschen im Sozialismus eigentlich versuchen, wieder als Menschen zu sehen und in einen guten Boden hineinzubringen, an einen fruchtbaren Boden. Dann ist ja das, wenn man das ganz blöd oder weit würde aus, interpretieren, dann müsste man eigentlich auch sagen, ja, hallo, da in Europa werden wir auch unterdrückt von den Oberen. Und der Sozialismus will dann das quasi ausmerzen, nur geht es nicht, weil es weiss ich, was dann passiert. Also wir sind eigentlich vielleicht nicht in einer so krassen Lage wie in Afrika, aber wir sind ja eigentlich, wenn man es jetzt so weit überlegt, nicht ganz weit davon weg, dass wir auch in einer gewissen Unterdrückung sind. Insbesondere, was jetzt neu passiert mit der sogenannten Neuen Weltordnung. Man darf nicht mehr das und so weiter. Da kommt auch eine Unterdrückung. Also wenn du vom 100. ins 1000. kommst, übernehme ich den Ball gern, ja. Und muss jetzt wieder einen Bock zurückschlagen zur Corona-Zeit. Oder? Das ist auch so wahnsinnig verblüffend und auch wieder in Bezug auf den gesunden Menschenverstand. Man hat ja den Massnahmenkritiker vorgeschlagen, sie hätten so rechte Tendenzen, rechtsextreme, nähe zu faschistischen Tendenzen und so weiter. Und ich habe dort x-mal darüber geschrieben und gesagt, jetzt überlegt mal, da stehen Menschen auf der Straße, die gegen den Staat und staatliche Massnahmen demonstriert, zugunsten von persönlicher Freiheit, zugunsten von den Grundrechten. Das ist das Gegenteil von dem, was Nationalsozialismus und Faschismus erfüllen. Das war eine kollektivistische Ideologie, in der Gemeinschaft alles ist und der Einzelne nichts. Und wo der Staat alles vorgibt und der Einzelne unterwirft sich dem Staat. Und das ist das,
was leider Mehrheit der Schweizer während Corona gemacht hat. Und die wenigen Leute, die aufstehen und eine Kundgebung gehen und sagen, wir verstehen uns als persönliche Individuen, wir wollen nicht eine Spritze nehmen, wenn wir nicht wollen, wir wollen uns nicht verbieten, in ein Restaurant zu gehen und so weiter. Denen hat man vorgeworfen, sie sind rechts, sie haben rechtsextreme Tendenzen. Dabei ist das, was ich und ganz viele andere Leute verkörpern mit dieser Kritik, ist das absolute Gegenteil von allem, was irgendwie an Faschismus und an die 30er und so weiter erinnert. Und wie man dann auf die Idee kommt, dass die Kritik am Staat und zugunsten vom Individuum kann rechtsradikale Tendenz haben, das ist mir ein völliges Rätsel. Aber das hat man gemacht und mit sehr viel Erfolg. Es gibt heute noch Leute, die das Gefühl haben, das hat etwas mit rechts zu tun. Nur vielleicht, weil mal ein besoffener Typ mit Glatze auch an einer Kundgebung auftaucht ist. Das nimmt man dann sehr gerne medial. Da sind wir wieder bei der Medienmanipulation drin. Aber der liberale Geist oder auch Kritik am ganzen Woke-Gender-Wahnsinn, der läuft, da geht es nicht darum, Menschen auszugrenzen. Ich persönlich bin eben ein Urliberaler. Für mich darf jeder leben, wie er will. Mit jemandem zusammen sein, den er will, mit jemandem Schlafzimmer teilen, den er will. Das ist mir völlig egal. Ich wende mich gegen den kollektivistischen Druck, dass die Gesellschaft jetzt muss auf einen Schlag plötzlich anders schreiben oder neue Geschlechtsformen einführen und so weiter. Also die Kritik richtet sich wirklich eben genau gegen die Übermacht vom Staat und den Kollektivismus zugunsten vom Individuum. Und das ist das völlige Gegenteil von Faschismus, Nationalsozialismus etc. Das ist ganz eine absurde Parallele, die da gezogen wird. Das ist wirklich das Gegenteil davon. Genau, also da kann ich nur einig gehen. Darum Gesundheit. Was sind deine Pläne? Was sind deine Pläne? Dein nächstes Projekt? Du bist ja eigentlich im Tagesgeschäft im Prinzip. Und da hat wahrscheinlich vieles andere nicht mehr so. Nehmen wir jetzt gerade den Zeller, der hat vielleicht nicht mehr so viel Platz. Also in einer Nachtstunde mal oder so irgendwie. Aber was würdest du jetzt am liebsten so ganz spontan? Ich glaube, die Höchstkunst ist weniger auf dem, was ich dann wirklich schreibe, sondern wie ich mich schütze vor dem, was ich dauernd schreibe. Oder? Wir haben jetzt über verschiedene Themen geredet, die ich dauernd darüber schreibe. Und ich merke auch, es ist nicht gesund. Weil ich bin ja konfrontiert täglich mit dem, was ich als Wahnsinn und als gegen den gesunden Menschenverstand sehe. Und jetzt gerade bei der Weltwoche schreibe ich permanent über Sachen, die in anderen Medien auftauchen, wo ich den Kopf schütze und sage, ist das wirklich immer noch ein Ernst? Also, das sind ja kleine Beispiele. Oder diskutieren wir jetzt wirklich seit 5 Tagen darüber, ob man Mohrenkopf darf sagen oder nicht. Das klingt jetzt banal, aber es ist so ein Symbol für, wohin geht die Gesellschaft. Und ich merke, es ist nicht so gesund, sich permanent mit dem zu beschäftigen. Aber ist leider mein Beruf. Also wenn ich jetzt ganz frei könnte wählen, würde ich wahrscheinlich wirklich nur noch Geschichten erfinden. Aber da kommen wir dann wieder in ein anderes Thema rein. Kann man heute noch Geschichten erfinden und einfach rausbringen? Also ist man da noch frei genug, um das zu machen? Oder stößt man dann auch wieder an die Grenzen, wo unsere Gesellschaft sich dauernd selber setzt? Über das darfst du nicht mehr schreiben, über das darfst du nicht mehr reden etc. Und ein ganz wichtiger Punkt in dem ist jetzt, ich als Autor, ich höre dann immer, wenn ich über Meinungsfreiheitseinschränkung oder Zensur schreibe, dann kommt immer wieder gegen eine Antwort, ja, du hockst ja nicht im Gefängnis. Aha. Du bist ja nicht eingesperrt. Ja, ja. Du darfst ja sagen, was du willst. Ja. Milius, du kannst ja schreiben, was du willst, oder? Und meine Antwort ist darauf immer, also erstens einmal würde ich mich eigentlich nicht vergleichen mit Staaten, wo du vor so Erschiessungsgericht kommst, wenn du etwas Falsches schreibst. Ich finde das so ein bisschen die Latte sehr tief gelegt. Und zum anderen geht es bei der Zensur und der Einschränkung von der Meinungsfreiheit nicht darum, dass es verboten ist vom Strafgesetzbuch. Das Strafgesetzbuch gibt einen klaren Raster vor und den habe ich bis jetzt offensichtlich noch nie verletzt, weil ich jetzt wirklich noch nie irgendetwas am Hals hatte. Sondern es geht darum, dass die Medien oder auch die ganze Twitter-Blase etc. Leute öffentlich unmöglich machen, die das Gegenteil behaupten oder kritische Fragen stellen. Und in dem Moment, wo man eben, wie beim Beispiel vorher, uns vorwirft, wir seien rechtsextrem, weil wir gegen Corona-Massnahmen sind, gibt es natürlich viele Leute da draussen, die das zur Kenntnis nehmen und das Gefühl haben, ja, da wird schon irgendetwas dran sein. Und das nächste Mal, wenn ich etwas schreibe oder das Buch rausgebe oder das Drehbuch, kommt dann die Schlagzeile, der rechtsradikale Autor schreibt XY. Das ist eben auch etwas, ja, ja. Wo, oder der umstrittene Autor. Sagen wir mal umstrittene. Genau.
Und das ist eine Form von Zensur und Einschränkung von der Meinungsfreiheit, weil ich dann ja nicht mehr die Chance habe, um einfach mit dem Werk unbelastet die Öffentlichkeit zu gehen, weil man einen eben cancelt, nicht im Sinne vom Strafgesetzbuch, sondern eben von dieser öffentlichen Unmöglichmachung und Diskriminierung, Diskreditierung. Das sind ganz subtile Formen. Manchmal wäre mir ehrlich gesagt, aber nur unter uns, das geht nicht in die Öffentlichkeit, ja, nochmal, es geht in die Öffentlichkeit. Mir wäre manchmal so eine astreine Diktatur fast lieber. Wenn du weißt, ich bin jetzt einfach ein Outlaw, ich bin gegen das Gesetz, ich muss mich in einer Höhle verstecken und bekämpfe Diktatur von der Höhle aus. Wir haben etwas viel subtileres, wir haben eine direkte Demokratie, wir haben Meinungsfreiheit, wir haben die Möglichkeit zum Initiativergreifen, Referenden. Aber im Zusammenspiel von Politik und Medien und dem Druck über die sozialen Medien etc. wird das immer weiter eingeschränkt. Aber sie können immer noch sagen, ich weiß nicht, was du willst, du hörst, schau da. Du darfst sagen, bei uns ist die Meinungsfreiheit in der Verfassung. Und das ist so wahnsinnig subtil. Und dann ist eigentlich, bitte nimm mich nicht wörtlich, aber die astreine Diktatur ist ehrlicher, weil du weißt, du hast ein Unrechtsregime und du hast Leute, Rebellen, die es bekämpfen. Und bei uns ist einfach die super schöne direkte Demokratie, die schon lange ganz subtil unterwandert ist. Und das ist eigentlich noch fast schlimmer. Also, ziemlich eine fiese Angelegenheit. Finde ich, ja. Jetzt machen wir ein kleines Experiment. Ich fange an, eine Geschichte zu erzählen. Und zum Schluss, dussi du bitte fertig spinnen. Also, der Baum, der nicht mehr sprach. Es war ein biologischer Mensch, der ist einfach, der fährt auf Biologie ab, auf Natur und schaut und so, wohnt in einer kleinen Hütte, Klammer, Villa mit Pool, und hat einen grossen Garten mit Bäumen um sich herum. Er ist auch einer, der sehr auf Edelweiss steht und die pflegt und macht. Und jeden Morgen ist er durch seinen Garten gelaufen zu einem ganz bestimmten Baum, zu einem Urbaum, sein Urbaum. Und dann hat er mit ihm geredet. Aber heute hat er nicht geredet. Also er hat keinen Ast auseinandergebracht, also keine Schnurren aufgemacht. Er ist etwas verrückt worden, hat sich umgedreht und gesagt, leck mich. Und hat sich gedreht und ist auf ein Edelweiss gestanden. Du möchtest von mir hören, wie die Story. Wenn ich die Story jetzt schreibe über die innige Beziehung zu dem Baum, dann würde ich aus dem eine skurrile Kurzgeschichte machen, wo der Mann irgendwann merkt, dass er den Baum nicht mehr erreicht. Und er fängt dann auch täglich umarmen. Baum umarmen, weißt, das gibt es ja. Und jeden Tag umarmt er ihn länger. Und seine Frau verzweifelt fast, wie sie ihn nicht mehr von dem Baum wegbringt. Und vielleicht ist es mal eine Stunde, am nächsten Tag sind es zwei Stunden. Und er umarmt den Baum immer mehr. Und im Rahmen von dieser Kurzgeschichte wird der Mann langsam eins mit dem Baum. Das heisst, er verwächst wie mit dem Baum. Und er wird eins und ist dann irgendwann als Mensch nicht mehr wahrnehmbar, sondern der Baum und er werden zu einem. Und im Schlussbild, vielleicht von dem skurrilen Kurzfilm, würde wahrscheinlich die Frau irgendwann anfangen mit dem Baum zu reden, weil der Baum und ihr Mann sind jetzt eins. Sie erkennt ihren Mann gar nicht mehr, er ist verwachsen mit dem Baum. Das heisst, sie würde wahrscheinlich anfangen mit dem Baum, also auch mit ihrem Mann, kommunizieren. Fände ich sehr eine faszinierende Ausgangslage. Ja. Also bei mir geht es so, ich erzähle sie jetzt auch fertig. Das ist eigentlich frech von mir. Dörst. Also bei mir geht es so, er ist verzweifelt und geht in eine paranoide Schizophrenie. Und man muss ihn letztendlich in eine Psychiatrie einweisen und dann fängt er an, in der Baumschule zu arbeiten. Und genau gleich, er tut sich irgendwie verbrüdern, er verbandelt sich und verbrüdert sich mit diesen Bäumen. Und x über Jahre hinweg ist er dort und wird eigentlich wieder ein bisschen zu einem normalen Mensch. Die Beziehung Baum-Mensch ist da. Und dann irgendwann sagt der Oberpsychiater, so, du bist jetzt, heisst übrigens Hubertus, du bist jetzt wieder gesund, du kannst gehen, freilaufend. Und er geht raus. Was macht er zuerst? Er geht zu seinem Baum. Und der Baum hat irrsinnig gefreut und fängt wieder an mit dem Schwätzen.
Stell dir mal vor, das Edelweiss, das Keimending, lebt noch. Siehst du, Edelweiss habe ich jetzt ausklammert bei meiner Story. Das Schicksal habe ich einfach ein bisschen, das sollte man als Autor nie. Du solltest ja nicht so trettene Edelweiss einführen und nachher einfach nicht mehr vorkommen oder das frustrierte Leser ist recht. Ja. That's it. Das braucht ganz wenig für gute Geschichte. Ja. Stefan, wir haben miteinander jetzt ja, gute Stunde geschwätzt. Gut. Ganz herzlichen Dank. Es war spannend gewesen. Und liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, jetzt wissen ihr von Stefan Milius 2 cm mehr. Und ich empfehle wie heisst es schon wieder? Das Tagesanzeige. Was soll ich sagen? Natürlich den Nebelspalter und die Woche. Weltwoche. Und vielleicht noch ein Radio. Und kann man den da auch hören? Ja, kontrafunk.radio. Kontrafunk? Genau, das ist interessant. Das ist ein deutscher Radiosender, der nichts anderes macht, als möglichst viele Leute so angekommen zu lassen, was eben die normalen Radiosender auch nicht mehr machen. Schreibt auch Drehbücher. Jetzt, jede Frage, die ich dir stelle, und das finde ich auch noch grusig, das ist böse. Und dort kommen wir eben noch zu Wort, genau. Ich hatte auch mal ein Radio, das Internetradio. Jetzt gibt es es nicht mehr. Schönes Medium, ja. Mhm. Danke für den Besuch. Danke dir. Bis zum nächsten Mal. Danke.